Hello guys, what's up? It's me, Myro Sand, and today we're gonna bitch slap some Inselbewohner. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Far Cry 3 wird sein. Und ja, wegen dem Sommerloch müssen wir halt auf ein etwas älteres Game zurückgreifen, weil normalerweise meine letzten drei Projekte waren ja so Spiele, die sind gerade erschienen und dann zwei, drei Tage später habe ich das Let's Played. Aber das geht jetzt gerade nicht, weil eigentlich nur Rotz auf dem Markt ist, was mich so nicht interessiert. Aber Far Cry 3 ist, denke ich mal, eine ganz gute Lösung. Das hat mich so seit langem mal wieder wirklich gefesselt, wo ich mir das neu geholt hatte. Da habe ich wirklich stundenlang hintereinander weggezockt und also wie gesagt, ich habe es schon mal durchgezockt. Und ich guck mal noch kurz, muss ich irgendwas in Optionen noch machen? Zielhilfe ist aus, Granatenanzeige, okay, Steuerung. Ne, das lassen wir mal so. Bei der Steuerung, also ich habe so ein bisschen Bedenken mit der Empfindlichkeit, weil wo ich das letzte Mal Far Cry 3 gezockt habe, habe ich die ersten, keine Ahnung, ein, zwei Stunden überhaupt gar nichts getroffen. Also entschuldigt das schon mal, ihr wisst ja Bescheid bei mir, dass ich am Anfang immer erstmal eine Zeit brauche. Und ich hoffe mal, dass es mir nicht mein BF3 Empfindlichkeits-Skill, sag ich mal, versaut, weil das war das letzte Mal der Fall, dass ich auf einmal nichts mehr getroffen habe bei BF3, also vielleicht leidet BF3 darunter jetzt auch ein bisschen. Soundsprache Deutsch, alles klar. Helligkeit, Untertitel Deutsch. Bei Grafik, wieso? Na gut, egal. Ja, und bevor ich hier noch mehr laber, starten wir einfach mal rein. Machen ein neues Spiel. Ich hatte hier schon mal kurz reingeschaut, das ging nur 5 Minuten oder so. Dann, das ist mein alter Speicherstand, der ist vom 3.2. vom Februar. Also ist das Game ja schon, ja, mindestens, ja, ein bisschen alt, so. Aber das machen wir jetzt, das überspeichern wir, ja, überschreiben bitte. Überleben das Spiel mal, weil wir wollen ja einen angenehmen Spielfluss haben und nicht irgendwie Stress haben beim Reden, weil ich will ja noch ein bisschen was nebenbei erzählen in Ruhe. Und soweit ich das in Erinnerung habe, ist das an manchen Stellen sogar auf Überlebender fordernder, als man erwarten könnte. Und jetzt müsste es eigentlich gleich losgehen mit der Cutscene, die mir so ein bisschen Bedenken macht, weil da ein Lied läuft, was mir die GEMA möglicherweise sperren könnte und dann könnte es sein, dass die Folge dann doch erst übermorgen kommt. Und da geht's los. Ah ne, jetzt kommen erstmal diese Textzeilen aus Alice im Wunderland, warum die auch immer kommen. Also ich habe da noch keinen Zusammenhang so direkt mit dem Spiel gefunden. Außer, dass die einfach nur durchgeknallt sind. Mein Bruder Riley und sein Pilotenschein. Wo verdammt ist der kleine Scheißer? Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine. Gott, ich hab kein Sambuca mehr getrunken, seit ich 20 war. Springt aus Flugzeugen raus, fliegt wie Vögel. Das ist schon cool. Ich mag das Teil. Ist echt ein geiles Handy. Also, wen haben wir hier? Grant. Und Jason. Aus Kalifornien? Ich hoffe, dass Mama und Papa euch sehr, sehr lieb haben. Weil ihr zwei Weißbrote echt teuer aussieht. Und das ist richtig gut, denn ich mag teure Sachen. Sorry, was sagst du? Was sagst du? Sag mal, willst du, dass ich dich aufschlitze wie deinen Freund? Halt jetzt dein Maul! Okay? Ich bin der mit dem Scheißschwanz. Guck mich an. Direkt in die Augen. Ey, du Sack! Guck mir in die Augen. Du gehörst mir. Das ist mein verficktes Reich. Halt dein scheiß Maul! Oder du stirbst. Was ist, Jason? Jason, was ist los? Warum lachst du nicht mehr wieder oben? Macht das keinen Spaß mehr? Bin ich dir nicht unterhaltsam genug? Weißt du, die Sache ist die. Da oben dachtest du, du hättest eine Chance. Weit oben am verfickten Himmel dachtest du, du hättest den Finger am verpissten Abzug. Aber hermano, hier unten, ist es vorbei.
Ist okay, ist schon gut. Ich reg mich ab, ich chill. Weißt du, du, moi und dein verfickter Bruder, wir werden viel Spaß haben, wenn wir das Geld warten. Mach den Geiseln keine Angst. Du musst dich um die Abgelehnten kümmern. Ich hoffe, dass ihr zwei nutzlosen Ficker unterhaltsamer seid als eure Freunde. Da-da. Bye-bye. Fällst du auch immer wieder drauf rein. So, und da scheinen wir jetzt zum ersten Mal wieder Endgame zu sein, ja. So, wir versuchen uns hier erstmal zu befreien. Oder er hier versucht das. Ist das hier unser Arm links von uns? Ih, was ist das? Okay. Haben wir rechts auch so ein Ding? Nee. Genau, mach uns mal los hier. Bist du verletzt? Ich glaube nicht. Wir müssen die anderen finden. Wie? Ich arbeite dran. Ruf die Wache. Was? Ruf die Wache. Tu es. Hey, komm mal her. Komm her, du Motherfucker. Los hier, hey, schön zum Zaun. Halt die Flasche, klar. Scheiße. Mann, Alter, er ist tot. So was bringen sie einem in der Armee bei. Du warst in der Armee, krasse Scheiße. Folge mir. Ja, dann lauf doch mal los jetzt. Okay, jetzt sind wir erstmal im Tutorial. Okay, er bleibt erstmal hinten. Scheiße. Ich werde das hier so ein bisschen anders handhaben mit meinen Folgen. Ja, laber mir bitte nicht dazwischen. Okay. Also, ich werde das so machen, dass Missionsenden und Aufgaben die Folgen beenden. Wenn es mir möglich ist, zeittechnisch. Bullshit, stimmt, Mann. Ich lüge doch nicht. Sei nicht so ein Idiot. Klar, du hast gelogen. Lauf mal ein bisschen schneller, Grant. Also, oh fuck, fuck, fuck. Fast schon gesehen hier. Ich hock schon die ganze Zeit. Ey, renn mal nicht so voraus. Auf. Und was mit ihm? Machen wir den kalt. Los, wir machen den kalt. Ja, eben nicht. So, wir stellen einfach mal auf. Ja, das nehmen wir mit. Gehen wir beiseite. Ist das nicht unser Zeug? Das ist doch unser Zeug, oder? Ja, na los. Mache Meldung. Bam, Feuerzeug, Kamera, hey, Handy. Ist einer on? Und eine Karte. Oh, hier, die Schwester. Krasse Scheiße. Was mir entdeckt, wenn man das zum zweiten Mal spielt. Oh, fuck. Halt an, fuck. Was? Ja, ich stehe schon. Mann, der Typ steht uns im Weg. Wirf einen Stein. Dann mach ihn kalt. Du hast den anderen Typen auch schon kalt gemacht. Der reagiert doch gar nicht, ja. Wirf einen Stein. Wirf einen Stein mit nach rechts drücken. Weg. Was? Ach so, nach da. Ich sollte vielleicht nebenbei auch so ein bisschen lesen, was ich machen soll. Oh komm, jetzt lauf halt. Was ist denn dein Problem hier? Ich hab noch was gehört. Na, ach nee. Okay, das funktioniert. Dann los. So, weiter geht's. Okay, ich komme. Na los. Scheiße, Mann. Wer ist da? Scheiße, Quent. What the hell? Wo hat denn das Messer überhaupt her? Ich kann das nicht, Grant. Jay, sieh her. Ich kann Lisa und Riley und die anderen ohne dich nicht finden. Also reiß dich zusammen. Okay? Okay, tut mir leid. Ja, ganz entspannt jetzt hier raus. Ja, küss mich halt. Was bist denn du für ein Faggot? Hat er keine Knarre gehabt, der Typ? Oh Gott, das sind echt viele. Oh, das war's. Scheiße. Weggeknallt. Der Charakter ist echt der Hammer.
Ja, Hocke, hab ich schon gehört. Schon die von Rotz. Ich sag's dir, wir haben die ganze Nacht gefunden. Oh, der ist schon raus. Los. Nee. Ab ins Grünzeug, ja. Ins Grünzeug, ja. Wohin hin? Ah, da. Wenn du so eine Knarre hast, Stein geworfen. Wenn du mal die Rübe hältst, dann weißt du das. Interessant. Interessant. Wir gehen. Okay. Lauf mal schneller hier. Wo geht denn da lang? Dachte ich hätte was gehört. Was für ein Drecksloch. Wo sind wir? Wir müssen hier raus. Oder kommt ein Jeep? Ja. Können wir uns jetzt mal so ein bisschen beeilen vielleicht? Ich bin unschuldig. Ja, sagen die hier irgendwie alle. Oh, jetzt gib doch mal Gas, Grant, Alter. Wir sind da. Oh, wir haben es geschafft. Sind wir? Wir hätten nie blind springen dürfen. Ich hab dir versprochen, auf euch aufzupassen. Steht da auch, wo Riley ist? Wir werden ihn finden. Wir befreien die anderen. Und dann geht's nach Hause. What the hell? Oh ja, halten! Bleib bei mir, Grant! Bleib bei mir, Grant! Halt durch, Grant, halt durch! Oh Gott! Nein! Grant! Nein! Wir verlieren schon den Nerv. Du gibst mir 30 Sekunden? Was, bist du taub? Ich sag auf, verfickte Mann, du feiger Sack! Lauf, Forrest! Lauf! Lauf, Jason! Oh, shit. Lauf, Jason, gib Gas. Du Motherfucker. Die treffen ja wie die Sturmtruppen von Star Wars. Alter, wo geht's denn hier lang? Tot. Spiel zu Ende. Danke fürs Zuschauen. Ah, ne, weiter geht's. Steh auf, Jason! Hä? Lauf, Jason! Boah, die sind direkt hinter uns. Go. Jetzt kommen die schon mit Helikoptern, Alter, wegen einer einzelnen Person oder was? Wollte mich veralbern. Oh, jetzt, jump! Jetzt kommt's! Und, Sprung! Was war denn das, ein Wildschwein? Boah, ein Bär! Willst du mich veralbern? Los, lauf hier rein in die Höhle, da wo der Rauch herkommt. Boah, scheiße. Das war, glaube ich, so nicht gedacht. Hä, wo muss ich jetzt hier lang? Ich dachte, ich bin ja automatisch tot. Halten, zum Heilen. Hä? Ich bin verwirrt. Wo muss ich denn lang? Hier geht's nicht lang. Scheiße. Was mach ich denn hier gerade? Ist es überhaupt so gedacht, dass das geht? Boah, fuck, da ist der Bär, warte. Achso, hier, da geht's wieder hoch. Na dann halt jetzt mal ein bisschen. Wo? Wer schaut von da? Achso, der Heli. Also es ist schon ein bisschen länger her, dass ich das gespielt habe. Ich weiß ja nicht mehr so genau, was passieren muss und was ich hier mache. Oh, was ist das? Achso, ein Reh. Ich muss Riley und die anderen. Ja, rein hier. Bitte lass hier am Leben sein. Hocken, ja. Ich bin schon in der Hocke. Wollen wir da hoch und. Wow, abwehren! Schneller drücken! Stirb! Ja, du hast mich. Das sehe ich gerade. Hier, nimm die scheiß Machete mit oder was es ist. Das Messer halt. Hier, Motherfucker. Und laufen. Dann laufen halt. Nehmen halt wieder nichts mit. Vögel. Und drüber hier. Das sieht sicher aus. Auf jeden Fall ist das sicher.
Black Hawk down! Wo schießt der hin? Oh fuck. Ubisoft präsentiert. Eine Ubisoft Montreal Produktion. Und eine rettende Hand. Far Cry 3. Ja, Bitches. Herzlich willkommen nochmal. Ja, ist jetzt genug Far Cry 3. Ja, ist doch mal gut jetzt. Ladebildschirm. Okay, und da haben wir schon mal den Anfang geschafft hier. Wir sind jetzt auf der Insel. Wir wurden gerettet von... Ach, keine Ahnung, wie der heißt. Da wird sich ja, glaube ich, jetzt gleich vorstellen. Und dann dürfen wir das erste Mal wirklich separat hier ohne Storyverlauf uns bewegen. Oder doch nicht? Und du wirst die Antwort finden. Wo bin ich? Wo bin ich? Zum Teufel? Ey, hör mit dem Scheiß auf. Du bist wach. Na? Nee. Vielleicht nicht ganz. Dein Arm wurde betäubt. Für das Tatao. Tatao. Es ist mutig, im Sturm zu schwimmen, aber ein Sonnenbad am Strand der Piraten? Wahnsinn. Du hast das Recht, mich zu töten. Aber ich habe das Recht, dich mitzunehmen. Okay, na dann. Ich heiße Dennis. Dennis. Ja, hätte ich mir auch denken können bei deinem Aussehen, dass du Dennis heißt. Bangau. Labalaba. Labalaba, ja. Hör mal auf mit deinem Labalaba. Der Reiher, der Hai und die Spinne. Ich weiß, wer du bist, Jason. Du bist ein Krieger. Und das Tatao wird dir ermöglichen, dein wahres Ich zu enthüllen. I hope so. Hör zu. Mein älterer Bruder wurde ermordet. Ich muss meinen jüngeren Bruder und vier andere Freunde finden. Komm. Du hilfst mir also? Ich werde dich befreien. Dann wirst du von niemandem Hilfe brauchen. Wow, was er für Moves macht, Alter. Wie bin ich hier gekommen? Ich hab dich am Strand gefunden. Willkommen in Amanaki, Freund. Es ist wunderschön, oder nicht? Selamat, Tengahari. Ich habe Jason Brody hier bei mir. Der Mann, der Vaas lebend entkommen konnte. Wupp, wupp, hier, hi Leute, ja, hier, wow, das ist ein Zeichen, dass das Blatt sich wendet. Und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten. Also, ja, hier, feiert mich, feiert mich. Die Insel ruft nur die Stärksten. Sie rief mich. Die Inselbewohner, die Rakyat, akzeptieren mich. Sie nahmen mich in ihren Stamm auf. Stamm, Alter. Was ist los, Mann? Voll die Crew. Die machen was her, oder nicht? Die? Sehr hübsch. Die haben doch Penisse unter dem Minirock. Ich könnte jede Frau haben, die ich wähle. Ja, du. Aber mein Wille ist auf eine gerichtet. Deine Mutter. Hier. Geld. Geld für Waffen. Geld für Waffen, sehr gut. Du willst deinen Bruder retten, richtig? Ich habe noch nie auf jemanden geschossen. Doch, doch, ich schon. Wie sagt man noch in Amerika? Für alles gibt es ein erstes Mal. Jetzt greif schon zu, Jason. Sehr gut. So, jetzt sind wir erstmal wirklich komplett frei hier in der Welt. Ohne irgendeine Storyline, sondern wir gehen aber jetzt erstmal kurz die Bitches abchecken, die der uns hier vorgeschlagen hat. Schaut mich an! Ey. Ich würde sagen, ihr legt euch mal ein paar Titten zu und dann komme ich nochmal wieder.
Was möchtest du? Ja, komm, laber nicht. Die Knarre, das ist die einzige, die ich gerade kaufen kann. Na, bitte? Hat die gerade $60 gekostet? Anpassen. Das ist eine Lackierung. Nee, kaufen wir nicht. Haben wir, glaube ich, auch. Nee, wir haben gar kein Geld. Der hat genauso viel Geld gegeben, dass wir eine Knarre kaufen können. Alter, was ist mit ihm los? Ja, ja, komm. Diese Funktürme online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Okay, Funktürme. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Woher willst du das denn wissen? Du kennst mich gar nicht. Ich bin gerade erst hier angekommen. Oh, was ist das hier? Chips verkauft ihr auch noch. Knarren und Chips. Alles klar. Big Shot. Du bist ein Big Shot. Medizin auch noch. Alles Mögliche hat sie hier, die olle Oma. Dann folge mir, mein Freund. Ja, Wiedersehen. Was soll dir folgen? Okay. Hier kommt die Kraft aus dem Dschungel. Okay. Aus der Insel. Ja, ja. Du musst das Gelände kennen. Jederzeit wissen, wo du bist. Was nutzt die hier. Türme, um die Insel zu kartieren und seine Männer zu finden? Störsender blockieren den Zugang. Unser Volk hat keine Verwendung für solche Geräte. Aber du... Warte mal, ich bin mal kurz hier. Du wirst wertvolle Informationen. Ja, laber mal nicht. Ja, die Störsender sind ganz oben. Jeder Turm deckt ein begrenztes Gebiet ab. Kletter auf alle und du deckst die gesamte Karte auf. Okay. Pfeilwurz haben wir gerade eingesammelt. Bist schon fertig mit deinem Erzählen? Okay. Dann würde ich mal sagen, wir machen hier unseren ersten Cut. Oh, wir haben unsere erste Mal die Pistole draußen. Oh mein Gott, was ist los? Ich hoffe, ich kriege das so präzisionsmäßig so hin dann. Aber das werden wir sehen im Verlauf des Spiels. Ich werde, denke ich, mal wieder besser. Also, kennt ihr ja schon jetzt von den anderen Spielen. Also, bis morgen. Bye, bye, Leute.